Hallo, ich bin's, der Jens von Optionsstrategien TV und heute reden wir mal über einen Index und zwar über den BXM. Und dass das kein Fahrrad ist, sondern etwas ganz anderes, darum geht es in diesem Video. Okay, was ist dieser BXM? Also BXM, das ist der sogenannte Buy Right Index, der wird publiziert von der CBOE, also der größten Optionsbörse der Welt in Chicago, wurde dort im Jahre 2002 eingeführt. Man hat aber bis ins Jahr 1986 sogar Rückrechnungen gemacht und der Buy Right Index ist ein wirklich sehr, sehr interessantes Instrument für Optionshändler. Er ist im Grunde ganz einfach aufgebaut, denn man geht hierher, es ist ein passiver Index, ein sogenannter Total Return Index und man geht her und macht Folgendes. Immer am Verfallstag kauft man einfach den S&P 500, also beispielsweise den SPX und verkauft sofort die nächste darauf oder darüber liegende Call-Option mit einer Standardlaufzeit von eben 30 Tagen. Das heißt die Optionen, die immer am dritten Freitag eines Monats verfallen. Also man hat nach oben kein Risiko, weil man hat im Grunde einen Covered Call und nach unten wird das Ganze ein bisschen abgedeckelt durch den Verkauf des Calls. So. Jetzt könnte man im ersten Moment denken, wenn man den S&P kauft und schreibt sofort eine Option, die genau oben drüber liegt, dann hat er ja gar keinen Platz nach oben. Das heißt, dann kann der ja eigentlich gar kein Geld verdienen. Wenn man sich die Zahlen dann allerdings mal anschaut, dann sieht man, dass der BXM, dieser Buy Right Index, deutlich besser performt als der S&P 500. Man hat mal die Zahlen von 1986 bis heute genommen, also jetzt ungefähr Mai 2015. Und der S&P hätte in dieser Zeit long only, also einfach halten und laufen lassen, etwa 709% Gewinn produziert. So, der Buy Right Index hätte dagegen 1101% gemacht und das ist natürlich ein Riesenunterschied. Also wir reden jetzt nicht über 5% Unterschied auf diese Zeit, sondern wir reden hier doch über fast 400% mehr, die er erzielt hat und das ist natürlich eine Riesenmenge. Jetzt kann man immer sagen, okay, wenn mehr Gewinn rauskommt, dann ist wahrscheinlich das Risiko auch höher. Also muss man sich mal anschauen, was macht er denn, wenn es nach unten geht. Und hier sehen wir, dass er genau da seine Stärken ausspielt. Denn wenn wir uns einfach mal anschauen, die zwei größten Preiseinbrüche in den letzten 15 Jahren. Das war einmal hier im Jahr 2000 das Platzen der Dotcom-Blase und dann noch im Jahr 2008 die Lehman-Krise, Finanzkrise. Und da sehen wir, der S&P hat im Platzen der Tech-Blase Ende der 90er Jahre, Anfang 2000, insgesamt 46% verloren. Er hat sich also nahezu halbiert. Der Buy-Rate-Index hat nur 30% verloren. Das ist immer noch eine ganze Menge, aber es ist eben deutlich weniger. Und im Jahr 2008, als der S&P wieder ungefähr 50% verloren hat, also 51 genau, hat der Buy Rate Index nur 35% verloren. Und das ist natürlich auch klar, denn wenn der S&P nach unten geht und ich habe genau oben drüber einen Call geschrieben, dann ist das natürlich eine super Sache, weil der mir natürlich ein bisschen von der Abwärtsbewegung abfedert. Und je weiter es nach unten geht, umso höher steigen die Volatilitäten und umso teurer werden auch die Calls. Das heißt, je tiefer es fällt, umso mehr kann er seinen Vorteil ausspielen. Was nützt uns das jetzt als Optionsverkäufer? Wir können natürlich jetzt hergehen und sagen, okay, wir machen das jetzt genauso. Wir kaufen immer den S&P und verkaufen einfach eine Call-Option darauf. Langfristig betrachtet wäre das deutlich profitabler, als einfach nur den S&P zu kaufen. Also alle, die sagen, du kannst den Markt nicht schlagen, kauf immer einfach nur ETFs, sehen allein an so einer simplen, einfachen Methode, dass es wesentlich besser ist, so etwas zu machen. Wir können das natürlich aber auch als aktive Trader noch ein bisschen besser umsetzen, nämlich indem wir sagen, wenn wir merken, dass der Markt nach unten geht und wir haben beispielsweise Aktien im Portfolio, die wir längerfristig halten wollen, Altersvorsorge, aus Dividendengründen, warum auch immer, dann lohnt es sich natürlich gerade in solchen Phasen dann zu sagen, okay, dann verkaufe ich Calls. Also das heißt, dann verkaufe ich Calls obendrauf. Die Aktie wird trotzdem fallen. Ja, wir sehen das hier am S&P. Aber durch die verkauften Calls wird mein insgesamter Verlust wesentlich geringer werden. Und man kann das natürlich auch ein bisschen variieren, dass man sagt, okay, in Aufwärtsphasen verkaufe ich zum Beispiel ganz langlaufende Optionen, Leaps-Optionen, die 10, 15, 20%
oben drüber liegen. Und wenn es nach unten geht, verkaufe ich eher kurzlaufende Optionen. Das heißt also, dieser Buy-Rate-Index gibt uns ganz viele Ideen und Anregungen, wie man mit dem Verkauf von Optionen seine Performance auch in einem Anführungszeichen langweiligen Long-Only-Portfolio deutlich verbessern kann. Wer sich ein bisschen näher darüber informieren will, der schaut mal auf die Webseite der CBOE, einfach cboe.com. Unter dem Stichwort BXM findet man auch nochmal die genaue Berechnungsmethode und so weiter. Und das ist also wirklich was, wo es sich lohnt, damit zu beschäftigen, weil dann versteht man auch viel, viel besser, was für ein sinnvolles Instrument Optionen eigentlich sind. Das war's für heute. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Bis dahin, Servus, macht's gut. Bye, bye.